Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach der Hochwasserkatastrophe hat der Innenausschuss des Bundestages darüber diskutiert, wie das Warnsystem verbessert werden kann. Trotz Unwetterwarnungen war vielen Menschen die Gefahr nicht bewusst. Bundesinnenminister Seehofer wandte sich gegen Forderungen, die Länder sollten einen Teil ihrer Zuständigkeiten an den Bund abgeben. Bereits vor dem Hochwasser sei die Einrichtung eines Kompetenzzentrums beschlossen worden, das solche Einsätze koordinieren solle. Bilder der Verwüstung wie hier im rheinland-pfälzischen Schuld. Seit der verheerenden Flut stellt sich die Frage, hätte man die Katastrophe verhindern können, etwa durch eine bessere Kooperation zwischen Bund und Ländern. Ja, sagen die Grünen bei der Sondersitzung des Innenausschusses. Der Bund brauche mehr Kompetenzen. Es gehe um die Frage, ob wir als Bundesebene nicht auch in einer Zentralstelle eine stärker koordinierende Funktion von Rettungsmaßnahmen, von Hilfsmaßnahmen übernehmen. Für die Pläne sei aber eine Grundgesetzänderung nötig, hieß es aus der Partei. Der Vorsitzende des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verweist auf ein Konzept, das bereits im März vorgestellt wurde. Es müsse jetzt schnell umgesetzt werden. Ich bin der festen Überzeugung, Kommunen, Länder, Bund und Hilfsorganisationen in einer solchen Situation eingeübt an einem Tisch, würde sehr viele Fragen positiv beantworten, die wir heute stellen. Auch die Warnsysteme sind ein zentrales Thema im Ausschuss. Alle Parteien sind sich einig, es müsse einen Mix aus analogen und digitalen Techniken geben. Das sieht auch Bundesinnenminister Seehofer so. Wir werden die Warn-App brauchen. Wir werden die SMS brauchen, wir werden die Sirenen brauchen, wir werden Rundfunk und Fernsehen brauchen und auch die gute alte Art, dass Feuerwehr, THW oder Hilfsorganisationen per Lautsprecherzusage die Bevölkerung warnen. Kritik an der späten Einführung der Warnung per SMS, dem Cell-Broadcasting, kommt von der AfD. Als das höchste der Gefühle wird uns versichert, dass vor der Bundestagswahl diese Machbarkeitsstudie am Ende des Jahres 2021 vorliegen wird, die die EU-Richtlinie von 18 vielleicht umsetzt. Die Aufarbeitung der Flutkatastrophe hat gerade erst begonnen. Schon bald will Seehofer mit den Innenministern der betroffenen Länder über mögliche Konzepte beraten. In den Hochwassergebieten wird weiter daran gearbeitet, Stromversorgung, Wasserleitungen und Telefonnetze wiederherzustellen. Außerdem wird Schutt beseitigt, auch um Seuchen vorzubeugen. Die Bundeswehr errichtet provisorische Brücken und hilft, bedrohte Gebäude zu sichern. Eine Behelfsbrücke über die Ahr baut die Bundeswehr im Eifelort Insul. Die ehemalige Brücke hier wurde durch die Flutkatastrophe zerstört. Das Ziel der Einsatzkräfte, möglichst schnell soll der provisorische Übergang fertig werden, denn er ist von zentraler Bedeutung. Das Hauptproblem allgemein ist, dass die A die ganzen Städte trennt. Das heißt, keine Versorgungsgüter, keine Rettungskräfte kommen auf die Nordhälfte oder auf die Südhälfte. Und das ist das Hauptproblem. Die Versorgungsgüter können nicht fließen. Wir müssen teilweise mit Hubschraubern arbeiten, damit Wasser und Nahrung und Medikamente zu den Leuten kommen. Und deshalb sind die Brücken so wichtig. Ein Kraftakt ist auch die Wiederherstellung der Netzinfrastruktur. Noch immer sind viele Menschen im Katastrophengebiet ohne Strom. In der Verbandsgemeinde Altenahr arbeitet der Netzbetreiber daran, die Versorgung wieder aufzubauen. Noch immer gelten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Menschen als vermisst. Der rheinland-pfälzische Innenminister verwies darauf, dass erst rund die Hälfte der geborgenen 132 Toten identifiziert werden konnte. Die Identifizierung der anderen gestalte sich schwierig. Und dann gibt es als einzige Untersuchungsmöglichkeiten die Zahnprobe, DNA oder da, wo es geht, Fingerabdrücke. Und dazu brauchen wir Vergleichsmaterial. Wenn allerdings auch viele Häuser weggerissen sind, in denen diese Menschen gelebt haben, ist das ein sehr aufwendiges Verfahren. Notwendig ist auch nach wie vor die Aufbereitung von Trinkwasser, wie hier in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das technische Hilfswerk spült die Rohre des Krankenhauses durch, denn hier könnten sich Keime verbreitet haben. Sie können weiter für die Flutopfer spenden bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD Hochwasser. Spendenkonto DE 62 37 02 05 6 mal die 0
10 20 30 oder online unter aktiondeutschlandhilft.de. Teils heftige Unwetter haben erneut mehrere Regionen Deutschlands getroffen. Vor allem im Süden und Osten gab es vollgelaufene Keller und überflutete Straßen. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Im Süden von Baden-Württemberg gab es heftige Hagelschauer. Dort musste der Winterdienst räumen. Die Bundesregierung will angesichts steigender Corona-Zahlen bald mit den Ländern über Gegenstrategien beraten. Eine allgemeine Impfpflicht solle es in Deutschland aber nicht geben, auch nicht durch die Hintertür, erklärte Vizeregierungssprecherin Dämmer heute in Berlin. Kanzleramtschef Braun hatte gestern eine Diskussion über mehr Einschränkungen für Ungeimpfte angestoßen. Bisher haben in Deutschland 60,9% mindestens eine Impfdosis erhalten. Knapp die Hälfte der Bevölkerung, 49,4%, ist vollständig geimpft. Restaurantbesuch mit negativem Schnelltest. Ob das auch künftig für Ungeimpfte noch gelten soll, darüber wird jetzt diskutiert. Angestoßen hatte die Debatte Kanzleramtschef Braun mit seiner Aussage, Geimpfte könnten mehr Rechte bekommen als Ungeimpfte. Hintergrund sind das sinkende Impftempo und gleichzeitig steigende Infektionszahlen. Unterstützung vom bayerischen Gesundheitsminister. Helge Braun hat recht. Ich glaube, wir müssen jetzt alles dazu tun, dass mehr Menschen sich impfen lassen. Und wir müssen noch mal deutlich machen, was auch mit einer Impfung verbunden ist. Soll heißen, zwischen Geimpften und Ungeimpften muss unterschieden werden. Eine Impfpflicht durch die Hintertür nennen das manche. Der Vorsitzende des Weltärztebundes sieht das nicht so. Derjenige, der sich nicht impfen lässt, der muss natürlich höhere Schutzmaßnahmen hinnehmen. Der muss weiter Maske tragen, der muss weiter Abstand halten, der muss Hygieneregeln viel mehr einhalten als andere. Und der kann bestimmte Dinge nicht machen, die die anderen machen können. Aber er hat es ja in der Hand, das zu ändern, indem er sich impfen lässt. Die stellvertretende Regierungssprecherin ließ heute offen, wie die Kanzlerin zu der Diskussion steht. Nur so viel, bei steigenden Zahlen müsse reagiert werden. Und für die zu ergreifenden Maßnahmen müsse eins berücksichtigt werden. Die Geimpften und Genesenen tragen nicht gravierend zum Infektionsgeschehen bei. Tests allein seien eben nicht so sicher wie eine Impfung. Der Bundesinnenminister will Menschen ohne Impfung nicht durch mehr Corona-Maßnahmen benachteiligen. Wir haben jetzt ein gutes System, das für Geimpfte, Genesene und Leute, die einen Test vor, einen aktualisierten Test vorweisen, dass für diese Leute manche Maßnahmen nicht gelten. Und ich würde daran nicht rütteln. Vor der Bundestagswahl im September zeichnet sich eine harte Debatte darüber ab, wie Ungeimpfte dazu gebracht werden können, sich schnellstmöglich impfen zu lassen. Darüber und wie es mit den Corona-Maßnahmen weitergehen soll, wollen die Spitzen von Bund und Ländern wohl am 10. August beraten. In Tunesien spitzt sich die politische Lage nach der Entmachtung von Regierungschef Meschichi zu. Soldaten umstellten das Parlament, Demonstranten versuchen, ins Gebäude zu gelangen. Präsident Said hatte gestern den Regierungschef abgesetzt und das Parlament aufgelöst. Das nordafrikanische Land gilt als Ausgangspunkt des sogenannten Arabischen Frühlings. Mit einer Revolution stürzte die Bevölkerung 2011 das autokratische Regime. Doch der Übergang zur Demokratie verläuft schleppend. Reformen werden immer wieder untergraben. Das Land kämpft mit einer anhaltenden Wirtschaftskrise und Korruption. Die Hoffnungen der früheren Protestbewegung blieben weitgehend unerfüllt. Aufgebrachte Menschen protestieren in Tunis vor dem Parlament. Das wird von Sicherheitskräften und Militär kontrolliert. Gestern Abend hatte Staatspräsident Kais Saied den Premierminister entlassen und das Parlament für 30 Tage aufgelöst. Nun gehen Befürworter und Gegner dieser drastischen Maßnahme aufeinander los. Dieser Konflikt wird zu Blut führen. Leute schlagen und verletzen sich. Es kommt zu Gewalt. Aber wofür? Seit Tagen schon demonstrieren viele Tunesier. Sie sind wütend, dass Regierung und Parlamentarier die schlimme Corona-Pandemie nicht in den Griff bekommen und die wirtschaftliche Lage immer schlechter wird. Staatspräsident Said präsentiert sich dagegen heute früh seinen Anhängern als Retter in der Not. Mit einem neuen Premierminister will er jetzt entschieden handeln. Und er sagt über sein Vorgehen in einer Fernsehansprache, alles sei rechtens. Laut Artikel 80 der Verfassung dürfe er die Aktivitäten des Parlaments einfrieren.
Die Wut vieler richtet sich vor allem gegen die islamische Ennahda-Partei, der stärksten Fraktion. Ihr Vorsitzender Ghannouchi, er ist auch Parlamentspräsident, versuchte gestern vergeblich in die Volkskammer zu kommen. Er sprach empört von einem Putsch. Inzwischen hat der Präsident eine strenge Ausgangssperre zwischen 19 Uhr abends und 6 Uhr morgens verhängt. Versammlungen mit mehr als 3 Personen werden verboten. Der Schauspieler Herbert Köfer ist tot. Wie seine Familie mitteilte, ist er am Samstag im Alter von 100 Jahren gestorben. Köfer war einer der bekanntesten Schauspieler der DDR und auch nach der Wende in zahlreichen Rollen erfolgreich. Mehr als 8 Jahrzehnte stand er auf der Bühne sowie vor der Kamera und wurde zu einem der prägenden Gesichter im DDR-Fernsehen. Müssen Sie denn den Kuchen im Ganzen transportieren? Ich muss. Warum? Sind Sie verheiratet? Nein. Aber ich. Herbert Köfer in seiner vielleicht berühmtesten Rolle als Paul Schmidt in Rentner haben niemals Zeit. Es waren vor allem seine Unterhaltungskünste, die ihn bekannt machten und dafür sorgten, dass das DDR-Publikum ihn mehrfach zum Fernsehliebling wählte. Herbert Köfer wuchs in Berlin auf. Seine Eltern waren Postkartenverleger. Er entschloss sich früh, Schauspieler zu werden. Ausbildung mit 16, erste Bühnenrolle mit 19, dann Kriegsdienst, danach gleich wieder ans Theater. Einmal versuchte er auch etwas anderes als Schauspiel und Unterhaltung, als Nachrichtensprecher bei der Aktuellen Kamera. Die Aufgabe wurde er schnell wieder los, denn er spiele die Nachrichten, anstatt sie einfach zu sprechen, so die Kritik. Seine jahrzehntelange Karriere setzte er nach der Wiedervereinigung weiter fort, mit Rollen auf der Bühne und im Fernsehen. Da war er eigentlich schon im Rentenalter, hatte aber noch viel vor. Mein Vater ist 96 geworden und meine Mutter ist ebenfalls über 90 geworden. Und nun hoffe ich, dass ich dem nacheifern kann und sie überflügeln kann. Das ist ihm, wie vieles andere im Leben auch, gelungen. Der Augsburger Slalomkanute Sideris Tasiadis hat bei den Olympischen Spielen Bronze und damit die 3. deutsche Medaille in Tokio gewonnen. Seinem Medaillenwunsch näher gekommen ist am 4. Wettkampftag außerdem Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev. Er zog nach einem Sieg gegen den Kolumbianer Daniel Galan ins Achtelfinale ein. Auch die deutschen Handballer warten die Chance auf eine Medaille. Tasiadis aber konnte sich bereits heute über Edelmetall freuen. Slalomkanute Sideris Tasiadis holt heute die einzige Medaille für die deutsche Olympiamannschaft. Der Polizeibeamte aus Augsburg sichert sich Bronze auf einem sehr anspruchsvollen Kurs. Das war pure Freude. Ich habe mich so über die Medaille jetzt gefreut, dass ich das meine zweite Medaille bei den Olympischen Spielen. Der 31-jährige Kanadier-Spezialist hatte 2012 in London bereits Silber gewonnen. Für das deutsche Team ist es die insgesamt 3. Bronzemedaille in Tokio. Souverän auch der späte Auftritt der beiden Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Margareta Kosuch. Das Hamburger Duo setzt sich gegen die Japanerinnen Ishii und Murakami in 2 Sätzen durch und hat damit das Ticket fürs Achtelfinale gelöst. Gleiches gelingt auch Alexander Zverev. Beim 6:2 und 6:2 Erfolg über den Kolumbianer Daniel Galan dominiert der Deutsche die Partie vor allem über seinen starken Aufschlag, was den Einzug in die Runde der letzten 16 bedeutet. Enttäuschend die Turner. Beim Mehrkampffinale belegen sie nur den 8. und damit letzten Platz. Das Quartett macht an allen Geräten zu viele Fehler und hat somit der Medaillenvergabe nichts zu tun. Sehr ordentlich dagegen das Olympiadebüt der Skischützin Nadine Messerschmidt. Die Thüringerin belegt in einem spannenden Wettkampf den beachtlichen 5. Platz. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 27. Juli. Tiefer Luftdruck über dem Nordwesten Europas sorgt vor allem in der Westhälfte Deutschlands für wechselhaftes Wetter. Längere Schauer und Gewitter sind in der Nacht noch unterwegs, die in der ersten Nachthälfte heftig sein können, vor allem in Norddeutschland sowie zwischen Bayerischem Wald und Alpen. Am Tag ist es in der Osthälfte freundlich, später in Oberbayern Gewitter, sonst neben sonnendichte Wolken ab dem Mittag öfter Schauer und Gewitter. In der Nacht 20 bis 9 Grad, am Tag 19 Grad in der Eifel und 29 Grad in der Lausitz.
Am Mittwoch Schauer und Gewitter, vor allem im Nordwesten. Von den Alpen bis zum Bayerischen Wald kann es länger regnen. In den Gebieten dazwischen öfter Sonne und nur wenige Gewitterschauer. Ähnlich verlaufen der Donnerstag und der Freitag. Um 22.30 Uhr fragt Susanne Stichler, Einschränkungen für Nichtgeimpfte, ist das okay? Und gespritzt statt gemauert, erstes Wohnhaus komplett aus dem 3D-Drucker. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.